Raketenalarm in Tel Aviv. Offenbar hat der Iran Dutzende Raketen auf die israelische Großstadt geschossen. Das Luftabwehrsystem Iron Dome kann nicht alle abfangen. Lokale Zeitungen berichten von mehreren Einschlägen in Gebäuden. Auch in anderen Gebieten Israels heult der Sirenenalarm. Insgesamt soll der Iran mindestens 100 Raketen Richtung Israel abgeschossen haben. Nur Minuten vorher Terroralarm in Tel Aviv. An einer Bahnhaltestelle eröffnen zwei Angreifer das Feuer, töten 8 Menschen und verletzen weitere. Ob die beiden Attacken im Zusammenhang miteinander stehen, ist bislang noch unklar. Die Angriffe kommen keine 24 Stunden nach der Bodenoffensive des israelischen Militärs gegen die Terrormiliz Hisbollah im Libanon. Bei der Einnahme von Stützpunkten will die Armee Hinweise auf einen groß angelegten Angriff gefunden haben. This is a map. Das ist eine Karte, die die Hisbollah ihren Terroristen bei einer groß angelegten Invasion in den Staat Israel im Rahmen ihres Plans Eroberung von Galiläa geben wollte, um am 7. Oktober ein Massaker im Norden Israels zu verüben. Ziel der Bodenoffensive, die Schlagkraft der Hisbollah zu zerstören. Konkret wolle die Armee jetzt Tunnel und militärische Stützpunkte der Terrormiliz im Südlibanon zerschlagen. Aktuell operiert sie entlang der Grenze, doch sie hat alle Libanesen aufgerufen, das Gebiet unterhalb des Flusses Litani zu verlassen. Dort liegen zahlreiche Dörfer und Städte. Die Hisbollah und sein größter Verbündeter Iran drohen seit längerem mit Vergeltung, denn Israel hatte den Hisbollah-Führer Nasrallah und zahlreiche Kommandeure gezielt getötet. Vor wenigen Stunden hatten die USA noch vor einem massiven Schlag des Iran gewarnt. Die israelische Regierung forderte daraufhin ihre Bevölkerung auf, sich in Schutzbunker zu begeben.